Liebe Eltern, liebe Lehrkräfte und liebe Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen. Sie werden mittlerweile alle schon erfahren haben, dass der Unterricht für Sie, für Ihre Schülerinnen und Schüler, nicht wie vorgesehen an diesem Montag beginnen kann, da der Hessische Verwaltungsgerichtshof die entsprechende Verordnung außer Vollzug gesetzt hat. Das tut mir sehr leid für all die Vorbereitungen, die Sie getroffen haben, das Engagement, das Sie in diesen Schulbeginn investiert haben. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler sich auch schon auf das Wiedersehen mit ihren Lehrern und Mitschülern gefreut haben. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die vierten Klassen sozusagen außer der Reihe vorzuziehen, zusammen mit den Abschlussjahrgängen, die am Montag, das hat der Verwaltungsgerichtshof bestätigt, ihren Schulbetrieb wieder aufnehmen werden. Wir wollten das tun in Absprache mit den 15 anderen Bundesländern und dem Bund, um Sie, Ihre Kinder, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bestmöglich auf den Übergang in die weiterführende Schule vorzubereiten. Wir hielten das für ein ausreichendes Unterscheidungskriterium. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel anders gesehen. Wie gesagt, es steht mir nicht zu, diese Entscheidung zu kritisieren oder weiter zu kommentieren, aber es tut mir leid, dass diese ursprüngliche Absicht, die nur dazu dienen sollte, Ihnen ein Stück Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen, dass das jetzt zumindest an diesem Montag nicht möglich sein wird. Wir werden aber dranbleiben und einen nächsten Schritt dann auch wieder über die Öffnung der Grundschulen und der vierten Klassen beraten.